Die Leinen los, die Reise geht weiter. Holz ist das Baumaterial für die Häuser. Russland besitzt riesige Wälder. Das Holz wird in viele Länder Europas und auch nach Übersee exportiert. Russland gehört zu den größten Öl- und Gasförderländern der Erde und finanziert damit einen großen Teil seines Staatshaushalts. Die Schleusenkammer füllt 40.000 Kubikmeter Wasser und hebt das Schiff um 10 Meter. Sechzehn Schleusen sind zwischen St. Petersburg und Moskau mit einer Höhendifferenz von insgesamt 166 Metern zu überwinden. Mit einem Höhenunterschied von 16,5 Metern ist die Schleuse von Kowscha-Weißensee die größte. Nur noch die Turmspitze der Nikolauskathedrale ragt aus dem Uglitscher Stausee.